Willkommen zum Wochenrückblick bei CCM TV, Ihrem Burgenlandsender. Faschingsumzug in St. Georgen. Der Fasching geht weiter und dieses Mal waren wir in St. Georgen. Auch wenn der Faschingsumzug relativ klein war, waren die Kostüme der Umziehenden kunterbunt. Am Ende des Zuges wurde bei Köstlichkeiten weitergefeiert. Am Wochenende fand der traditionelle Faschingsumzug in St. Georgen statt. Es ist einer der kleineren Faschingsumzüge des Landes, aber dennoch sind die Wagen liebevoll hergerichtet. Der Start war um 14.30 Uhr bei der ehemaligen Tankstelle beim Kreisverkehr. Danach ging es mit den Wagen quer durch das Dorf. Am Ziel angelangt wurde dann bei Musik, Getränken und anderen Köstlichkeiten gelacht, getanzt und sich gut unterhalten. SPÖ-Frauenbilanz 2016, Vorschau 2017. Die SPÖ-Frauen luden zu einem Rückblick auf das Jahr 2016 und einem Ausblick auf das Jahr 2017 ein. Thematisiert wurde für 2016 die 16 Tage gegen Gewalt, die Erhöhung des Pensionsantrittsalters, die Anhebung der Ausgleichszulage, die Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes und andere Punkte. Für 2017 ist geplant, mehr Frauen für politische Ämter zu begeistern. Um Frauen anzuregen, werden Filme gedreht und veröffentlicht, in denen Frauen in politischen Ämtern erzählen, warum sie diese Ämter ausüben und was Neueinsteigerinnen erwartet. Das neue Kinderbetreuungsgeldkonto kam dabei genauso zur Sprache wie der Internationale Frauentag und andere Veranstaltungen. Betriebsräte pro und contra. Der jüngste Fall bei Müller in Eisenstadt ließ in der Öffentlichkeit die Wogen hochgehen. Zur Vorgeschichte. In der Drogeriekette wurde eine junge Mitarbeiterin angeblich entlassen, weil sie für die Gründung eines Betriebsrates eingetreten ist. Prompt machte daraufhin eine Protestaktion der Sozialistischen Jugend des Burgenlands auf diesen Umstand aufmerksam. Mit der Aufschrift Menschen statt Profit oder Betriebsräte sind unser Recht stellten sich die Führungsgruppe der SJ mit kleinen Transparenten vor das Müller-Geschäft in Eisenstadt, um damit zu demonstrieren. Diese Aktion hat allerdings zwei Seiten. Auf der einen Seite werden damit die Rechte von Mitarbeitern in Frage gestellt, andererseits aber können das Unternehmen durch derartige Aktionen Umsatzeinbußen erleiden, das sich eventuell wieder auf den Personalbedarf auswirken würde. Das Bild mit dem Stinkefinger im Hintergrund mit einer jungen Mutter und Kind ist aber auch nicht gerade das Allheilmittel, um ein solches Geschehen die richtigen Bahnen zu leiten. Ein wichtiger Schritt zu mehr Gleichberechtigung. Im Rahmen einer Pressekonferenz erklärt Familienlandesrätin Verena Dunst über das Kinderbetreuungsgeld neu und dessen Auswirkungen für die burgenländischen Familien. Diese Thematik wurde mit der Expertin Frau Magistra Brigitte Ohr von der Arbeiterkammer näher beleuchtet. Wenn ein Elternteil das Kinderbetreuungsgeldkonto in Anspruch nimmt, sind das 12.366 Euro. Nehmen zwei Elternteile das in Anspruch, habe ich einen Betrag von 15.449 Euro, der sich sogar noch durch einen sogenannten Partnerschaftsbonus hier noch erhöhen kann um 1.000 Euro. Flexibler heißt auch, dass diese Pauschalmodelle, die vorher waren, niemals an diese zweijährige arbeitsrechtliche Karenz angeknüpft haben. Was war hier der Nachteil? Entweder bin ich zwei Jahre zu Hause gewesen und habe zum Beispiel nur ein Jahr Kinderbetreuungsgeld beziehen können oder eben unter diese zwei Jahre oder drüber und das hat sie nie irgendwie so richtig gedeckt mit der arbeitsrechtlichen Karenz. Heute bin ich frei in meiner Wahl, kann das selbst einteilen. Ich kann mir einteilen zwischen 12 und 28 Monaten, wenn ich jetzt als Frau beispielsweise alleine das Kinderbetreuungsgeld beziehen möchte. Wenn es mein Partner auch beziehen möchte, haben wir zwischen 15 und 35 Monaten. Achtung, ich spreche hier von Monaten, es ist aber jetzt in Tagen zu berechnen. Ja, dass das vielleicht nicht, es ist zu Beginn etwas verwirrend. Wir haben dann eben ja auch zwischen 365 Tagen und 851, wenn man alleine bezieht. Wenn man zu zweit bezieht, 456 Tage und 1063 Tage, das ist vielleicht zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig, aber es hat eben diese Flexibilität auch zum Inhalt. Somit musste man auch das Gesetz insofern ändern.
Burgenland Verkehrssicherheit Bilanz 2016. Burgenlands Straßen werden zunehmend sicherer. Das geht aus der von Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz, Landespolizeidirektor Magister Martin Huber und Oberstleutnant Andreas Stipschitz in Eisenstadt präsentierten Verkehrssicherheitsbilanz für das Jahr 2016 hervor. Grund dafür sind die durchgeführten Präventivmaßnahmen in Richtung Bewusstseinsbildung, aber auch repressiv-präventive Maßnahmen hinsichtlich Geschwindigkeits-, Alkohol- oder Schwerverkehrskontrollen und landesweit durchgeführten Schwerpunktaktionen. Um die Effizienz dieser Kontrollen noch weiter zu erhöhen, übergab Landeshauptmann Stellvertreter Schürz insgesamt 30 neue Alkoholvortester an die Landesverkehrsabteilung Burgenland. Zu einem Jahresrückblick mit dem Thema Verkehrssicherheit im Burgenland 2016 lud Landespolizeidirektor Magister Martin Huber in die Landespolizeidirektion Eisenstadt ein. Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz war auch Gast und brachte gleich 30 neue Alkoholvortester für die Polizei mit. Die Ziele waren wie jedes Jahr eine Senkung der Verkehrsunfälle, die Erhöhung der Verkehrssicherheit und eine Bewusstseinsbildung im Straßenverkehr. Erreicht werden soll dies durch Verkehrserziehung und mediale Kampagnen sowie präventive Maßnahmen wie Geschwindigkeits- und Alkoholkontrollen. Es konnte auch eine positive Bilanz im Vergleich zum Jahr 2015 gezogen werden. Das ist ein Verdienst einmal der Bevölkerung und der Autofahrer, dass wir in diesem Jahr wirklich eine gute Verkehrsbilanz haben, dass sie sich an die Verkehrsvorschriften halten. Und wir haben, glaube ich, insgesamt eine gute Bilanz, insofern, dass es weniger Verkehrstote gegeben hat, dass wir weniger Verkehrsunfälle haben. Aber wir können uns natürlich immer wieder weiter verbessern und wir sagen uns auch, und das ist auch unser Motto, jeder Verkehrsunfall, der passiert, ist um einer zu viel. Newsangriffe auf das Burgenland gehen ins Leere. Die tendenziösen Behauptungen gegen das Burgenland, wie sie am Wochenende in News vorgebracht wurden, gehen ins Leere, sagt der Landesgeschäftsführer der SPÖ Burgenland, Christian Dax, in einer Reaktion auf mehrere Artikel in der jüngsten Ausgabe der Illustrierten am Samstag. Die Erfolge des Burgenlands sprechen für sich und lässt die Kritiker des burgenländischen Weges einfach nur alt aussehen. Es wird auch ziemlich deutlich, wem diese Kampagne gegen das Burgenland nützt. Es ist vermutlich kein Zufall, dass in diesem Artikel ausgerechnet die Geschäfte jener Privatstiftungen unkritisch positiv dargestellt werden, die mit Hilfe von teuren Anwälten der burgenländischen Kulturszene per Gerichtsbeschluss ein Drittel der Kulturförderung für sein Privatunternehmen abnehmen will, so der Landesgeschäftsführer Dax. Kommen wir zum Sport. Franz, bitte. Ja, danke, Natascha. Ja, wir freuen uns alle über den 1:0-Erfolg des SV Pauwelkirch Mattersburg über Bundigammer Sturm Graz. Ja, der SV Pauwelkirch Mattersburg ist ja die Nummer 1 im Burgenlands Fußball. Seinerzeit war es der SC Eisenstadt und der befindet sich jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Aller Anfang ist bekanntlich schwer. So auch für den SC Eisenstadt neu. Doch seit der Gründung und der ersten Mitgliederversammlung im Dezember 2016 im Gasthof Ohr gibt es bereits einige Erfolge zu verzeichnen. Der Jugend gehört die Zukunft, so die Gründer Paul Scharner und Hans Kusolic, der auch beim bereits zweiten Stammtisch im Heidenbräu in Eisenstadt wieder betonte: Der Nachwuchs kriegt einmal eine gute Ausbildung. Und wenn nicht im Sport, dann im Beruf, Schule. Da geht es nur diese Richtung. Ich kann euch eins sagen: Die Sponsoren werden uns einmal nach der Generalversammlung nachrennen. Weil die Geschichte wird kommen müssen. Die Generalversammlung wird es übrigens am 16. März natürlich in Eisenstadt geben. Ja, vom Fußball nun zu einem Multitrainer. Und das ist der Rolf Meixner. Hat noch keinen linken gehabt. Adi hat noch keinen linken gehabt. Michi noch keinen rechten. Geht schon, legen eine Adi. Er kam von den Wessis zu den Ossis und ist jetzt schon seit geraumer Zeit bei den Össis. Rolf Meixner. Er ist das Burgenland-Sportgeschehen einfach nicht mehr wegzudenken. Als Leichtathlet und Fußballer. Die Verquickung von Leichtathletik und Fußball hat ihn schon immer gereizt. Damit schrieb der heute 48-jährige HTL-Lehrer aus Eisenstadt burgenländische Sportgeschichte. Schon vor Jahren machte Meixner Burgenlands Leichtathletik nicht nur salonfähig, sondern führte unzählige Athleten sogar zur Österreichs Spitze, verbunden mit internationalen Erfolgen. Damit wiederholt sich einiges und einige Erinnerungen an diese schönen Zeiten. Da nenne ich jetzt nur die Titel und nicht die Namen, weil jetzt glaube ich, könnte man von 12 oder 13 oder 14 Titeln vielleicht auch noch passieren, dass ich den vergiss. Also es waren einmal 300 Medaillen bei österreichischen Meisterschaften, über 100 österreichische Meistertiteln.
dann waren ganz besonders die Staffelstaatsmeistertitel Männer und Frauen, das Double, was glaube ich außer mir nur ein Trainer bisher mal geschafft hat in Österreich, Männer, Frauen, EM-Teilnahmen, Team-EM-Teilnahmen, WM-Teilnahmen, 18, natürlich die bei Alpe Adria-Spiele die 8 Medaillen, 3 Gold, 3 Silber, 2 Silber, 3 Bronzene. Und ja, und die Qualifikationsaugenblicke, ob die in Kassel waren, ob die für Medolin waren, ob die in Regensburg für Hengelo waren. Also das waren immer riesen Augenblicke und das waren einfach schöne Augenblicke und ja, die sind einfach top. Und einen Namen sollte man allerdings neben Lisi Niedereder nicht vergessen. Lukas Balic aus Ockau. Und jetzt machen wir weiter mit den Kurznachrichten. Gesuchter Mann an der Grenze gefasst. Bei einer Kontrolle an der Grenzübertrittsstelle Nickelsdorf haben Polizisten in den Nachtstunden einen gesuchten Rumänen gefasst. Bei der polizeilichen Überprüfung der Personen wurde festgestellt, dass der 32-jährige rumänische Staatsangehörige zur Festnahme ausgeschrieben ist. Eine Staatsanwaltschaft erteilte einen Haftbefehl wegen Straftaten gegen das Eigentum. Die Mattersburger ÖVP-Senioren feierten in der Vorwoche ihre Faschingsfeier im Florianihof. Obfrau Brigitte Schiebendrein und ihr Team organisierten ein lustiges Fest mit Tombola und Tanzeinlagen. Bei der Gemeinderatssitzung am Freitag wurde Anton Wiederhofer vom Gemeinderat zum Bürgermeister gewählt. Er folgte somit nach über 14 Jahren Rudolf Fneißl in dieser Funktion nach. 2002 wurde auf Initiative der Grünen auch in Burgenland ein Landesrechnungshof installiert. 15 Jahre wichtige Kontrollarbeit, die von den Grünen äußerst positiv bewertet wird. Grünabgeordneter Wolfgang Spitzmüller, spätestens mit dieser Regierungsperiode ist diese Arbeit noch wichtiger, da die Rechte der Opposition durch die Anhebung des Clubstatus leider eingeschränkt wurde. Suchtmittelhändler festgenommen. Ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing ist verdächtigt, in der Zeit von Mai 2013 bis zuletzt insgesamt 3,4 Kilogramm Cannabisblüten sowie eine geringe Menge Speed im Straßenverkaufswert von 34.000 Euro von Ungarn nach Österreich gebracht zu haben. Bei der Festnahme hatte er in seinem Rucksack Cannabisblüten, Speed, eine Schreckschusspistole, somit Reizstoffpatronen, eine digitale Grammwaage und eine größere Menge Bargeld bei sich. Ausführliche Berichte und Filmbeiträge zu diesen und anderen Themen finden Sie auf unserer Seite. Und zum Schluss kommen wir zu unseren Veranstaltungshinweisen. Ball der FPÖ Leupersbach in Schattendorf. Am 18. Februar findet ab 19.30 Uhr der Ball der FPÖ Leupersbach in Gasthaus Sonnenhof, Fabrikgasse 35 in Schattendorf statt. Mit dabei ist die Volkstanzgruppe Leupersbach. Faschingsstraße im Martinihof Neudörfel. Am 24. Februar ab 14.30 Uhr findet im Martinihof der Faschingsgschnass statt. Es spielt die Paulis One-Man-Band. Eine Tombola ist auch vorbereitet. Biogena, eine nachhaltige Frauenhygiene. Am 21. Februar referieren Magistra Annemarie Harrand und Magistra Bettina Steinbrugger im Kulturzentrum Eisenstadt über nachhaltige Frauenhygiene und setzen sich dabei den Fokus auf die Bewusstseinsbildung rund um das Tabuthema Menstruation und auf den Handel mit nachhaltigen Frauenhygieneprodukten. Der Eintritt ist frei. Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Seite. Das war es wieder für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine schöne Woche wünscht Ihnen die CCM TV Team Burgenland.